Your Gaming Specialist with Killer Prices. Was geht ab, liebe Freunde? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und damit. Frauen, Kinder, ihr schreit nicht mehr. Aber ich höre euch dennoch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Wolfenstein 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir werden hier direkt mit einem Haufen Leichen konfrontiert. Ich glaube, wir sollten erstmal... Ja, wobei, schleichen... Scheiß drauf jetzt erstmal. Was ist denn das hier eigentlich? Eine Lampe? Okay. Aha, ich verstehe. Ich glaube, erstmal gucken... Ah, da kann ich meine Waffe nämlich noch aufladen. Die ist nämlich nicht vollständig geladen. Ich würde gerne nochmal so ein Upgrade-Kit finden, weil ich denke, diese Waffe, wenn ich die wenn ich die Kapazität verdoppeln kann, wäre das ganz nice. Wie komme ich denn da jetzt rein? Ah, okay. Moment. So nämlich. Okay, das hat offensichtlich funktioniert. Nehmen wir nochmal Heilung mit. Laden. Ey! Soll ich die nochmal aufladen? Ah, scheiß drauf. Ich spiele eben mit der schallgedämpften Waffe hier. Weil ich das. Das habe ich da. Habe ich bei dem alten Teil, bei dem ersten Teil auch gemacht. Ich fand das immer sehr, sehr geil. Guck mal, hier liegen Krebse rum. Krabben. Alter Schwede, und das nicht zu knapp. Hey, Blasco. Alter. Gehen Sie durch die ausgebombte Stadt zum State Building. Je schneller, desto besser. Fergus, Ende. So sieht also das zerbombte Manhattan aus. Alter Schwede, das ist schon krass, Mann. Das ist schon krass. Erreiche das State Building. Okay, ich denke mal... Also man könnte auch hier lang gehen, aber ich sehe hier erstmal kein Collectible. Zumindest nicht am ersten Blick. Oh, oh, oh. Hier sind irgendwo Kommandanten, die Hilfe rufen könnten. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Vielleicht sogar schon den ersten Gegner sehe. Aber aktuell noch nichts. Okay, da ist noch Rüstung. Warte mal, habe ich doch irgendwie... Da. Ah, okay, ich sollte da in die Richtung laufen. Na gut. Hier liegt auch noch Rüstung. Nehme ich mal mit. Kann man ja immer gebrauchen. Ich versuche eigentlich immer, so weit es geht, sneaky zu spielen. Aber sobald ich dann entdeckt werde, gibt es natürlich auf die Fresse. Nur, ich glaube nicht, dass ich den mit einem Headshot wegbekomme. Ich bezweifle es. Ich könnte es versuchen, aber ich denke nicht, dass das klappt. Boah, er hat einfach krass seinen Strahlenanzug an. Moment. Ah! Hat funktioniert. Ja, nice. Ja, bei dem, also das, bei denen mit Eisenhelm funktioniert das nicht per One-Hit. Vielleicht sollte ich mir auch mal die Maschinenpistole, für die Maschinenpistole den Schalldämpfer zulegen. Weil ich finde in dem Game sneaky spielen echt nice. Vor allem finde ich es schön, dass das Spiel es auch erlaubt. Also, dass man nicht zwingend ballernd durchrennen muss. Kann ich die Lampe nicht ausmachen? Nein, leider nicht. Schade. Ich sollte erstmal mich um den Kommandanten kümmern, bevor ich mich um die anderen beiden kümmere. Ich könnte natürlich durch die Lücke hier schießen. Da ist... Da liegt... Oh, was ist das denn? Sammelbares Gold! Drücke J, um dir das Gold anzusehen. Okay, da steht jetzt einfach so ein fetter Typi. Alles klar. Gut. Da vorne ist er. Ah, jetzt hätte ich gern so eine Sniper. Wir könnten mal dem Gespräch zuhören. Bin ich auch ein bisschen zu dick aufgetragen. Sind ja selbst schuld. Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich die Finger. Nein, ich meine, hier sind garantiert mindestens 3 Millionen verreckt. Hier sind mindestens 3 Millionen verreckt. Okay, die können nicht zählen, die dummen Amis. Alles klar. Oh, mal ein Abgang. Kriege ich den von hier aus auch? Jetzt passt mal auf. Alles klar, hat funktioniert. Geil. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Also ich finde Ballern in dem Game ja wirklich geil. Es macht mega Laune, vor allen Dingen, weil die Waffen einfach ein sehr schönes Feedback haben. Und sich das einfach... Ich finde Wolfenstein... Komm jetzt einfach mal so ein bisschen...
übers Game zu quatschen, fühlt sich einfach vom Shooter-Feeling her an, sehr geil an. Das Ballern und die Wuchtigkeit der Waffen. Leserbrief, holt unsere Truppen zurück nach Hause. Ich muss jetzt gleich mal eben noch das Enigma-Ding einsammeln von dem Chippy. Ich hoffe, da komme ich jetzt noch dran. Ja, ich glaube von hier. Der liegt ja hier, glaube ich. Hier müsste ich ihn ja weggeknallt haben. Da ist er. El Comandante. Nice, dankeschön. Das war der Kommandant. Ach ja, der hat auch diese komische Mütze auf. Na ja, gut. Gasmaske meine ich natürlich. Hier irgendwo ist jetzt auch noch der andere. Hier unten? Also ich glaube, ich muss da unten rein. Warte mal. Oder? Na, wir gucken uns jetzt erstmal noch hier den... dieses Gebäude an. Was ist das hier für ein geiler Scheiß? Das war einfach nur eine Waffe. Ich höre Schritte. Von hier. Er muss... Ah, hier, das wird ja auf dem Ding auch angezeigt. Der muss genau unter mir sein. Oder über mir. Also hier ist er nicht. Hier ist noch eine Concept Art. Ich glaube, er ist über mir. Ich glaube, er ist über mir. Ja, ja, er ist über mir. Man kann das Gebäude offensichtlich auch von unten betreten. Aber wir müssen wohl nach oben. Weil der scheint genau über mir hier zu sein. What the fuck? Na komm, ich kletter mal hoch. Weil da vorne ist eine Treppe, womit wir in den nächsten Stock kommen. Ist er jetzt über oder unter mir? Ne, unter mir ist er definitiv nicht. Der wird da oben sein. Aber ich würde den gerne... Da ist er. Ja, warte, da schleichen wir uns noch ein bisschen näher an, damit wir freies Schussfeld haben. Oh, er guckt hier hin, er guckt hier hin. Plupp. Oh Mann, ey, ich liebe die schallgedämpfte Pistole einfach. Oh mein Gott, es ist so nice. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Er hat es aber, glaube ich, nicht gehört. Gucken wir, ob wir hier noch ein... Ah, guck mal, da haben wir sogar noch was. Was ist das hier? Medizin. Weil ich versuche zumindest die Collectibles, die wir sehen, mitzunehmen. Aber ich spiele das Game ja nicht auf 100% oder sowas. Sondern einfach just for fun, sodass wir Laune haben. Ich bin eigentlich generell kein 100% Gamer, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Zelda, also bei Zelda ist das wieder ein bisschen was anderes. Da versuche ich wirklich so viel zu entdecken, wie es gerade machbar ist. Aber 100% ist... manche Games catchen mich, zum Beispiel auch Assassin's Creed Origins. Da mache ich so ziemlich jede Nebenmission. Ich versuche mir so ziemlich alles zu holen, was geht. Aber gerade bei Assassin's Creed ist das so, ich muss nicht jeden einzelnen Schatz heben. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so... Irgendwann wird es halt öde, weil es dann doch relativ repetitiv ist. Also bis jetzt... Ich überlege gerade, welches Game es bis jetzt geschafft hat. Der muss unter mir sein. Oder der ist noch einen höher. Der ist noch einen höher. Der ist hier. Also ich weiß jetzt gar nicht, welches Game es bis jetzt geschafft hat, dass ich wirklich mal auf 100% gegangen bin. Wüsste ich jetzt gar nicht. Selbst bei Ocarina of Time damals habe ich nicht alle... Oh. Nee, komm! Ja, auf die Entfernung ist das mit der Pistole natürlich ein bisschen scheiße. Aber ich glaube, jetzt habe ich sie alle gefickt. Jetzt ist hier keiner mehr. Ja, sind wir doch hier relativ easy durchgekommen. Würde ich behaupten. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo einer ist. Nee, sieht aber gut aus. Also selbst da, selbst bei Ocarina of Time, worauf ich hinaus wollte, war, dass ich da nicht alle Herzteile gesammelt habe und so, ne? Also... Ein Kollege von mir, der hat das wirklich auf 100% durchgespielt, alle Skulltolas gesammelt, alle Herzteile, alles. Alles, was man nur sammeln konnte, hat er sich geholt. Aber ich bin so ein typischer, ich spiele gerne die Story, verirre mich auch gerne mal in die Welt, wenn es denn eine Open World ist, so wie bei Assassin's Creed. Nice! Aber so zu 100%...
könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer von euch gerne Games auf 100% durchdaddelt. Hier komme ich, glaube ich, nicht hoch. Ne? Wie komme ich denn in den nächsten Stock? Ich muss doch... Ah, da ist die Treppe. Mal jetzt wieder langsam. Hier könnten... Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Hier könnten wieder neue Gegner sein. Da unten ist eine Drohne. Mal sehen, ob wir die Drohne auch so wegmachen können. Ich werde jetzt mal eben ganz kurz hingehen und Waffen verbessern. Was sollen wir machen, Freunde? Wenn ich jetzt die Magnum... Kann ich die Waffen zusätzlich verbessern? Also, das bedeutet, wenn ich jetzt die Magnum auswähle, fällt dann der Schalldämpfer weg oder kann ich Waffen mehrmals verbessern? Das würde ich jetzt gerne wissen. Weil wenn ich nämlich die Magazinkapazität erhöhen kann... Das Problem ist, höherer Schaden, stärkerer Rückstoß, lauter. Und rein theoretisch macht die Waffen ja Headshot One-Hit. So, von daher würde ich fast sagen, könnten wir für das Gewehr hier... Ah, shit, ich bin mir echt nicht ganz sicher, was wir damit machen. Integrierter Schalldämpfer wäre natürlich geil. Einfach, um in Notsituationen direkt den Typen wegzuhauen, ohne dass wir entdeckt werden. Aber aufgehitzte Geschosse sind natürlich auch geil. Oh, panzerbrechende Munition ist auch sehr geil, aber ich benutze ja aktuell mehr die Pistole. Laserkraftwerk. Ah, Mann ey, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wir könnten mal ausprobieren. Na, ich glaube, dass man nur wechseln kann. Und nicht alles gleichzeitig benutzen kann. Weil, warum sollte ich einen Schalldämpfer anbringen, um die Waffe dann nachher wieder lauter zu machen? Weißt du, wie ich meine? Also, das fände ich dann eher weniger geil. Erweitertes Magazin wäre natürlich auch cool. So. Die Kugeln werden von dem Abschuss erhitzt. Sie fliegen langsamer, verursachen aber deutlich mehr Schaden. Ach, ich nehme hier auch den integrierten Schalldämpfer. Komm, scheiß drauf. So. Dann schalten wir nämlich jetzt mal um auf die Maschinenpistole. Und schauen mal, ob auch die Maschinenpistole... Warte mal. Ob auch die Maschinenpistole One-Hit-Headshottet. Weil hier haben wir natürlich einen Haufen mehr Munition, Freunde. Obwohl die Pistole natürlich sehr viel mehr Stil hätte. Oh, hier ist ein neues Signal. Die Waffen sehen aber auch so übelst futuristisch aus, ey. Ah, da, guck mal, da unten sind sie. Ah, die Entfernung ist zu groß. Das machen wir nicht. Wenn ich jetzt eine schallgedämpfte Sniper hätte, würde ich die jetzt beide wegknallen. Vor allem, bevor der eine gemerkt hat, was passiert ist, hat der auch schon einen sitzen. Wir müssen nur gucken, dass wir die Drohne wegkriegen. Denn die könnte uns einen fiesen Strich durch die Rechnung machen. Mit unserer Schleichmission hier. Man spielt das Game natürlich so ein bisschen langsamer. Oh. Was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir, Baby? Was mache ich mit dir? Ich versuche nochmal ein bisschen näher ranzukommen, damit ich im Zweifelsfall mein ganzes Magazin draufballern kann. Vielleicht von dem Fenster hier aus? Sehe ich sie hier? Hey, die Typen sind gerade in das Haus rein. Da ist das die gleiche oder ist das noch eine? Ne, das ist die gleiche. Also die Drohne muss auf jeden Fall weg. Okay, das haben sie gehört. Okay, ja, die Pistole killt nicht One-Hit. Die Dingens. Leider. Ja, ich hätte die Pistole nehmen sollen. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den. Ja gut, dann machen wir jetzt mal eine kleine... Guck mal, ey, Alter, wie wenig Schaden die bekommen. Guck mal hier. Da unten war noch einer. Okay, die Maschinenpistole, ja, ist ganz nice, aber... Aber ich glaube, dadurch, dass ich trotzdem keine Schussgeräusche mache, bin ich schwerer zu orten für die. Oder auch nicht. Ach, da ist die scheiß Drohne. Mann, Abgang! Oh, shit.
Okay, der lebt immer noch. Ey, wo kommst du denn her? Okay, ich muss mal irgendwie woanders lang. Ich muss den Typen wegmachen. Den, diesen scheiß Kommandanten. Oh, hier ist noch Rüstung, sehr geil. Oh! Aua! Von wo? Da war doch noch irgendwo einer, der auf mich geschossen hat. Erstmal sammle ich hier noch einen. Schade, ey, haben wir nicht geschafft. Gut, da haben wir einen Sektor, haben wir sneaken können, aber den Sektor leider nicht. Da ist er. Da. Guck mal, wie viel die aushalten mit der Scheiß. Mit der Scheißmaschinenpistole. Ich muss auf jeden Fall jetzt diesen Scheißkommandanten platt machen, sonst habe ich ein Problem. Der muss weg. Wo ist der denn? Der muss doch. Der ist da. Ah, siehst du, da kommt nämlich die neue Verstärkung die ganze Zeit her. Boah, ich muss den wegmachen. Scheiße, wo ist der Penner? Ach, komm, mal einen Abgang. Nerv mich nicht. Der muss oben irgendwo sein. 100 Pro. So. Ich versuche jetzt mal, dass wir so weit nach oben kommen wie möglich, weil ich könnte mir vorstellen, dass er da ist. Also hier. Ah, Mann! Da muss es doch nach oben gehen, oder? Nee, da geht's gar nicht nach oben. Wo geht's denn hier weiter, Freunde? Irgendwo ruft der Spasti hier. Ah, Mann, Abgang. Ich die ganze Zeit getroffen werde. Ich habe nicht mehr viel Rüstung, ey. Richtig scheiße. Ah, hier geht's weiter. Wo ist der Penner denn da? So, jetzt ist erstmal Feierabend. Verstärkung. Also schallgedämpfte Maschinenpistole überzeugt mich leider nicht ganz so, weil kein Single Headshot. Da muss er. Oh! Was ist er denn für einer? Alter. Okay, alles klar. Oh, ich häng fest! Mami! Oh! Alter, ich hab noch 12 Leben. Oh. Okay, Moment. Da muss ich jetzt erstmal ganz kurz gucken. Ja, du machst jetzt mal einen Abgang. Ja, jetzt kommen wir wieder von der anderen Seite. Hier geht's noch weiter runter. Okay. Ich guck mal, ob wir hier was Besonderes finden. Kann man drüber klettern? Kann man, aber ich will den Typen da oben noch platt machen. Denn kommt er die Treppe runter eigentlich? Oder kann er dann nicht? Ja, oh, weg ist er. Alles klar. Ja, nice! Öh, was ist denn das für ein krasser Scheiß? Ist das ein. Ach, das ist der Raketenwerfer. Oh, nice. Ach, der schießt so Brocken von. Von Benzin ab. Das ist natürlich ganz geil. Oh, nice. Hier können wir. Okay, da möchte ich irgendwie nicht runterfallen, weil ich glaube, dass ich dann sterben werde. So, das nehmen wir alles nochmal mit. Hier Munition. Wir haben ja gerade ordentlich was verpustet. Das Fiese ist halt, dass die in jeden Ecken irgendwas verstecken. Naja, komm, wir gehen hier die Treppe runter. Schade, dass man solche Waffen nicht auch längerfristig behalten kann. Das finde ich halt auch noch ganz geil. Aber ich denke mal, wir müssen hier runter, ne? Ja. Ich behalte die Waffe jetzt einfach erstmal. Scheiß drauf. Langer Weg zum State Building. Carolina. Warte. Hunde! Komm her! Ja, boom! Oh Gott, sind die schnell! Alter! Oh Gott, Hilfe! Ungeil! 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 Da kriege ich halt immer regelmäßig Panik. Wenn so Viecher einfach ultimativ schnell sind. Das finde ich überhaupt nicht witzig. Oh.
Warte mal, Verbindung zu Albuquerque morgen? Albuquerque ist doch die Stadt von Breaking Bad. Beziehungsweise wo das alles stattgefunden hat. Was war das gerade? Ich muss eigentlich in die andere Richtung, aber ich guck mal, ob wir hier nicht noch so ein Verbesserungskit finden. Gibt's hier eigentlich auch irgendwie mal eine Lampe oder sowas? Aber hier scheint nichts zum Aufsammeln zu sein. Leute, ich dachte, da stand einer, ey. Was ist das eigentlich für ein Gerät? Ist das eine... Ach, das ist nur die Lampe, ne? Okay. Boah, ich hasse so, ey, wenn so Tiere oder so, so genmanipulierte Scheißviecher hier rumlaufen, dann finde ich das mal generell echt assig. Sturmgewehrmunition, ja gut. Was liegt hier noch? Ich muss da hinten hin. Kann ich links oder rechts lang laufen? Ja, tatsächlich. Ich kann natürlich jetzt echt mal auf Rumpballern machen. Gerade weil ich dieses Teil hier habe. Nice. Also den hat es auf jeden Fall erwischt. Aber bis jetzt habe ich ihn erwischt? Ich glaube ja. Ey, ich erwische den einfach nicht. Ja, jetzt habe ich ihn. Ja, Kollege. Ist nix, wa? Oh Gott! Krokodile! Alter, hab ich mich erschrocken. Verdammt, hätte auf Bombarde hören sollen. Ja, da sind echt Krokodile hier im Untergrund. What the fuck, Mann? Das ist ja eigentlich so ein moderner Mythos, ne? Dass unter Manhattan Krokodile an der Kanalisation sind. Aber offensichtlich sind da welche. Ja, liebe Freunde, machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Morgen 17:30 Uhr geht's weiter. Nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, schönen Tag noch. Haut rein. Tschüssi.